Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute befinden wir uns wieder in meiner Stadt. Und, huch, wo sind wir denn hier? Das kann ich euch erzählen. Wir sind hier irgendwo hinter der Baustelle, neben dem Coffeeshop-Dings-Gebilde. Und ich bin dabei, hier eine weitere Straße zu kreieren. Mit der man nach hier hinten kommt, und hier hinten laufe ich schon Gefahr, dass ein neuer Stadtteil entstehen wird. Das einzige, was mich momentan gerade noch dran hindert, aus dem einen neuen Stadtteil werden zu lassen, ist, dass ich momentan gerade keine Ideen habe, was ich hier hinten noch bauen könnte. Also natürlich Wohnhäuser, aber sonst irgendwelche speziellen Gebäude, wie zum Beispiel auch noch mal eine Polizeistation oder so. Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da Ideen habt, was ich da machen könnte. Und dann gucken wir mal, auf welche Ideen ihr so kommt. So, auf jeden Fall, ich bin gerade dabei, hier eine Brücke zu bauen. Und, also momentan sieht es gerade noch so aus, die Brücke schwebt. Gerade noch. Und da bin ich gerade dabei, das zu ändern. Indem ich hier ein bisschen Pfeiler mache. Der kommt mal. Nein, das brauche ich nicht. Nein, ich brauche das nicht, habe ich gesagt. Ich kaufe nichts. Und den will ich mal bis hierhin machen. Und wenn ihr so etwas baut, guckt doch bitte immer, dass nicht solche Stellen sind, wo es auf Dirt liegt, sondern baut das immer bis ganz runter. Weil das hier sieht doch schon ein bisschen komisch aus. Und ja. So machen wir das jetzt. Ich mach das noch einen kürzer. Oder zwei sogar. Ich mach das zwei kürzer, Leute. Weil sonst ist es ein bisschen. Huch. Sonst ist es ein bisschen sehr breit im Vergleich zum anderen. Und das passt mir nicht so. So. Und so. So sieht das dann aus. Dann habe ich hier anscheinend noch ein bisschen was vergessen. Und lassen wir das überall weg. Hier kommen ja jetzt E-Blöcke. Und zwar 1, 2, 3, 1, 2, 1. Zack, zack, zack. Und dann hier dasselbe noch einmal. 1,5. Eins. Und so. Dann haben wir hier das jetzt ein bisschen brückiger gemacht. Jetzt sieht es auch aus, als ob das halten würde. Und man kommt immer noch unten durch, obwohl das nicht so viel bringt. So, was ist das denn? Einmal so. Das gefällt mir nicht. Einmal zu, bitte. Dankeschön. Haben wir sonst gerade irgendwas zum Auffüllen? Wenn ich gerade schon dabei bin. Hm,
schaut nicht danach aus. Hier hinten könnte man vielleicht auffüllen. Genau. Dann sieht das hier auch wesentlich besser aus. Einmal Mr. Terraforming ist am Start. So, und hier noch und da noch und da hinten noch. Und hier noch und jetzt noch ein bisschen schön machen. Eigentlich wollte ich gar nicht terraformen heute, aber damit werde ich ja müssen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich hätte auch den Brush kleiner machen können. Aber auf so eine Idee bin ich ja mal wieder nicht gekommen. Zack, 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 zack. Und huch, was ist das denn? So. Zack, 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 zack. Einmal hier. Den Deckel oben drauf braucht's nicht. Dann das hier noch auffüllen. Den Deckel kann man auch wegmachen. Den hier ebenfalls. Aber das hier bleibt. Und das hier wird noch aufgefüllt. Und dann haben wir es auch bald schon wieder. So. Das hier noch. So. Sieht doch ein bisschen besser aus, als es vorher getan hat. So ein Riesenloch da. Ist jetzt auch nicht unbedingt normale Minecraft-Generation-World-Generation-Dings der Boomster. So. Ja, und was machen wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge werde ich hier die Straße weitergezogen haben. Und hier einmal die Blumen weggemacht haben. Das können wir jetzt eigentlich jetzt noch machen. Das ist das Letzte, was wir in dieser Folge noch machen. Einmal Blumen weg. Niemand mag Blumen. Also auf jeden Fall nicht, wenn sie halt hier umstehen, wo sie im Weg sind. So. Und hier noch. Und dann steht dem Freibad hier nichts mehr im Weg. Wahrscheinlich werde ich dann die Straße noch ein bisschen erweitern müssen, damit man auch zu Fuß hier hinlaufen kann. Wenn jetzt die Kinder nach der Schule, die wahrscheinlich auch hier hinten irgendwo sein wird, nach Hause laufen wollen. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich zwei Schulen brauchen. Weil sonst die Kinder vom ersten Teil, die sind ja 2 Stunden unterwegs. Genau. Also. Das hier soll es dann auch mit dieser Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr es getan habt. Oder sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.